Ja, hallo, Sören Göller hier. Und das hier ist Google Maps mit dem Blick auf Berlin Mitte. Ja, hier ist der Tiergarten, sollte jedem bekannt sein. Hier etwas weiter nördlich ist dann das Brandenburger Tor, etwas weiter südlich ist der Potsdamer Platz. Ja, und wie man hier sieht, hier sind die in den Ministergärten, Vossstraße und so weiter. Was hier ist, ist die Gertrud-Kolmer-Straße, ja. So, und der Grund, warum ich Ihnen das hier zeige, ist der folgende. Ja, wenn ich hier mal etwas das hier herhole, sieht man hier diesen Platz. Und dieser Platz, der wurde ja sehr, sehr stark beachtet in den 30er, 40er Jahren. Auch heute sind dort noch sehr viele Touristen. Warum ist das so? Weil hier der Führerbunker stand, ja. Der Bunker, wo Adolf Hitler sozusagen sehr viel Zeit verbracht hat. Der wurde ja dann nach 45 wurde der dann ja, wie man sieht, mit Erde überschüttet und daraus ist auch heute noch ein Parkplatz und ein grünes Gelände geworden und dort steht auch ein Hinweisschild, ja, und zwar ist das das hier, ja. Da klicke ich jetzt mal hin und dann wird mich Google jetzt dort zu diesem Platz hinzoomen. Mythos und Geschichtszeugnis Führerbunker sieht man hier ganz groß, ja. Genau, jetzt bin ich hier an dem Platz, sozusagen durch Google Maps angekommen und da steht dann hier ganz groß Hitlers letzter Unterschlupf, der Führerbunker und der Garten der alten Reichskanzlei April 1945. So, jetzt scrolle ich das mal etwas höher. Jetzt schauen wir mal, wo hat er denn geschlafen? Ja, die Mauern sind übrigens, wie man hier sehen kann, 4,50 Meter. Ja. Muss man sich mal vorstellen. Okay, also Nummer 1, das hier, das ist Hitlers Schlafraum. Nummer 8, Eva Brauns Schlafraum. Okay, also hier hat er genächtigt. Und die schreiben hier Hitlers letzter Unterschlupf. Ja. So, ich bin im August 2014 in Bariloche in Argentinien gewesen, um dort Ski zu fahren. Und dort haben mir Leute erzählt, dass Adolf Hitler dort gelebt hat, bis 1962 und dann 73-jährig dort gestorben ist. Und nicht nur Hitler ist nach Bariloche gegangen, auch Hermann Göring, ja. Hermann Göring ist, glaube ich, auch in dunkler Erinnerung noch. Die Ebertstraße in Berlin-Mitte, beziehungsweise in Tiergarten, hieß damals Hermann-Göring-Straße. Und ja, war sozusagen der Doktor der damaligen grauen Zeit gewesen. Und Adolf Hitler hat ja kurz nachdem er geflüchtet ist, ja, was die unoffizielle Version ist, die offizielle Version ist ja, dass er sich das Leben genommen hat im Bunker. Er hat sozusagen ein Protokoll geschrieben, ja, was ich auch gesehen habe, als Foto. Und in dem Protokoll hat er geschrieben, dass sein letzter Wunsch es ist, dass er halt eine Zyankali nimmt und dann sein Körper verbrannt wird und seine Asche dann im Führerbunker verstreut werden soll. Ja. Und offiziell ist das die Version. Und es wird angenommen von den Argentiniern, mit denen ich gesprochen habe, mit vielen Zeugen, auch mit Halbdeutschen, mit Deutsch-Argentiniern sozusagen, die sagen, ja, dieses Protokoll war natürlich eine Fälschung. Er hat das ganze deutsche, heißgeliebte Volk in Irrtum gehalten mit diesem Protokoll, um halt seine Flucht vorzubereiten mit dem Flieger vom Berliner Tiergarten nach Spanien. Und von Spanien hat er dann ein U-Boot genommen bis nach Buenos Aires, der Hauptstadt von Argentinien. Und dort hat er es senken lassen. Das U-Boot habe ich gesehen. Die Fotos, auch wie viele andere ehemalige Nationalsozialisten dort vom U-Boot gestiegen sind und dann nach Bariloche gingen. Ja? Der Hermann Göring hat dort in Bariloche sogar seinen Führerschein gemacht. Genau, ja, also ich habe darüber auch ein Buch geschrieben,
Und das gibt es bei amazon.de. Das Buch heißt Mein Skiurlaub mit Adolf Hitler im August 2014 in Bariloche. Und das gibt es, ja, wie gesagt, bei Amazon. Der Link ist unter dem Video. Dort können Sie sich Ihre eigene Meinung bilden. Glauben Sie der offiziellen Version, die aussagt, dass Hitler hier im Bunker gestorben ist? Oder denken Sie, er ist so clever gewesen und hat sich einen Flieger genommen und ist dann anschließend mit dem U-Boot bis nach Argentinien untergetaucht und hat dort bis 1962 am See in Bariloche gelebt. Ja, mehr darüber in meinem Buch. Den Link dazu finden Sie unterhalb des Videos. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss, sagt Autor Sören Gelder.